Verladen und sie macht sich jetzt in eure Richtung auf den Weg. Und vergesst meinen Anteil nicht. Ohne Kruste, habe ich recht? Weiß nicht, wie ist er denn? Seit 3 Wochen tauchst du hier auf und fragst mich jeden Tag immer wieder aufs Neue, wie der Thunfisch ist. Also er war gestern zum Kotzen, er war vorgestern zum Kotzen und... Stell dir vor, es hat sich nichts verändert. Dann nehme ich Thunfisch. Brot ohne Kruste? Ohne Kruste. Erklär mir das, Jesse. Läuft das nicht, Mann? Es liegt am Steuergerät, die Software passt nicht. Und deshalb zieht er nicht im Dritten.
Hab ich gleich gesagt. Halt die Klappe. Optimier das Programm und gleiche die Gasmenge an. Dann geht er richtig ab. Sieh mal. Was will der Blödmann? Ist der Sandwich-süchtig? Nein, Vince. Der ist nicht nur zum Futtern hier, Alter. Kein Grund, sich aufzuregen. Der vertickt doch bloß Teile für Harry, Ich weiß, worauf der aus ist. Der will Mia anbaggern, Viel zu tun? Wie sieht's aus, Leute? Hi, Mia. Alles klar? Hey. Hey, Dom. Möchtest du was trinken? Er ist ein richtig hübsches Kerlchen. Ja, schicke Frisur. Vince! Vince! Was? Hast du irgendwas zu sagen? Du siehst gut aus. Also, danke mir. Na klar. Bis morgen. Bis morgen. Jetzt wird's bestimmt lustig. Hey, du! Geh von jetzt an zu Fatburger, da kriegst du ein ganzes Menü mit Pommes frites für 2,95, du schwule Sau. Ich steh auf den Thunfisch hier. Blödsinn, Arschloch, hier ist sonst keiner Thunfisch. Ah ja, ich schon. Verflucht, Dom, würdest du bitte dazwischen gehen? Ich hab die Scheiße satt. Ich meine es ernst, Dom, mach schon. Was hast du in der Sandwich getan? Das ist sehr witzig. Dom! Schon gut. Hey, der Typ hat mich angemacht. Ich mach dich auch gleich an. Reg dich ab, übertreib's nicht. Lass die peinliche Nummer. Los, jetzt verzieh dich! Was soll das? Leute, gib mir die Brieftasche. Ryan Earls Pilner. Klingt wie der Name eines Serienkillers. Bist du das? Nein, Mann. Lass dich hier nicht nochmal sehen, klar? Hey, Mann, das war eine miese Scheißtour! Du arbeitest für Harry, oder? Seit kurzem erst, ja? Du wurdest gerade gefeuert. Hey, Dominic, du kannst mir glauben, ich bin dir sehr dankbar. Dominic, ich bin dir was schuldig. Brian, du versaust mir meine Geschäfte. Dominic ist ein absoluter Spitzenfahrer. Und die Jugendlichen kommen hierher und wollen alle genau die gleichen Tuningteile haben wie er. Und sie zahlen in bar. Was hat Dominic gesagt? Das wird dir nicht gefallen. Was hat Dominic gesagt? Dass ich dich rausschmeißen soll. Dass du mich rausschmeißen sollst? Ja. Und was hast du ihm geantwortet? Na, was denkst du wohl? Dass es schwer ist, gute Leute zu finden, nur... Hey, ganz ruhig. Ich brauche NOS. Die Lachgaseinspritzung. Nein. Mein Wagen hat heute Morgen bei 220 Sachen einfach aufgegeben. Das ist kein Antrieb für Amateure. Ich habe gesehen, wie du fährst. Du hast einen Bleifuß. Du würdest dich damit in die Luft jagen. Ich brauche so ein Ding. Am besten mit großer Flasche. Oder eigentlich nehme ich lieber gleich zwei. Und Harry... Ich brauche das schon für heute Abend. Yeah.
wartet mal, wer ist denn das Weißbrot da drüben, Mann? Schicke Karre. Was hast denn du da unter der Haube? Du meinst, ich soll es auf die harte Tour rausfinden? Ja, sicher. Du bist mutig, sehr mutig. Ich heiße übrigens Hector. Ich habe auch einen Nachnamen, aber der ist unaussprechlich, also... Brian Spillner. Typischer Name für einen Weißen. Das ist dir doch wohl klar. Siehst du den da drüben? Das ist meiner, mein Baby. Aber heute lasse ich ihn nicht antreten. Wieso nicht? Ich fahre keine illegalen Rennen mehr. Ich will in die Racing Association. Schon mal davon gehört? Oh, ja, sicher. Ja, ja. Und du, was ist mit dir, Mann? Ich warte nur auf Toretto. Scheiße, dann stell dich lieber hinten an. Ist das deiner? Ja, deswegen stehe ich ja hier. Witzig. Also es gibt ein paar Sachen, die Edwin ganz gut weiß. Und eins, was Edwin genau weiß, ist, dass es nicht drauf ankommt, wie man neben seinem Wagen stehen kann, sondern wie man mit ihm fahren kann. Solltest du dir merken. Oh, Scheiße. Da kommen sie, es geht los. Okay, Hector. Ja, was gibt's, Mann? Hey, wie steht's? Edwin. Wie soll's heute ablaufen? Ein Rennen. Zwei Riesen Startgeld. Der Sieger kassiert alles. Hector, du hältst die Bank. Schon klar. Wieso Hector? Weil er zu langsam ist, um mit der Knete abzuhauen. Hab doch recht, gib's zu. Okay, also viel Glück, Leute. Hey, Moment, wartet mal. Ich hab zwar kein Bargeld, aber meine Wagenpapiere sind auch was wert. Glaubst du, man hätte dich einfach zu Ali in den Ring gelassen, nur weil du denkst, dass du boxen kannst? Er weiß, dass ich boxen kann. Also hört mal, wir regeln das so. Wenn ich verliere, kriegt der Gewinner meinen Wagen, so wie er da steht. Aber wenn ich gewinne, dann kriege ich die Kohle und außerdem den Respekt. Respekt. Für manche Menschen ist das wichtiger. Ist das dein Auto? Abgesehen vom coolen Luftfilter hat er ein NOS-Fogger-System und einen T04-Lader, Dominik. Ich sehe einen AIC-Controller. Er hat direkte Lachgaseinspritzung. Ja, und ein elektronisch kontrolliertes Brennstoffsystem. Nicht unbedingt die schlechteste Art, um $10,000 anzulegen. 10.000? Seht euch die Scheiße an. Es ist genug Lachgas, um einen ganzen Straßenblock in die Luft zu jagen. Ja. Also, wie steht's? Bin ich würdig? Das wissen wir noch nicht. Aber du bist dabei. Fahren wir!